Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Chris. Moin. Ja, wir sind mal da fleißig mit dem Axel 960 und mit der New Holland Press am Pressen. Und ja. Du hast gesagt, ich muss kurz einmal zu den Bienen schauen. Nee, das habe ich jetzt gerade schon gemacht. Ah, so dann. Weil ich schon im Gabelstapel drin war und dann würde ich es gleich mitmachen schnell. Und wie fährt sich so der Stapler? Ja, Stapler halt. Ungewohnt, weil kein Sound, aber so. Alles gut. Sehr wendig tatsächlich. Mhm. Ja, doch eine relativ kurze Sache. Die Ballen haben eine Größe von 240 cm. Oder halt ein paar, die sagt er dann die Liter und so lang. Ja, die 7250 oder glaube ich was. Irgendwas mit 6000 oder so. Schaut, damit es da keinen Ballen-Counter gibt. Ich würde sagen, da hinten bei unseren Hühnerstellen ist der Hof schon ganz schön eng. Ja. Ja, passt schon. Und noch ein wenig rumrangieren. Na, geht doch schon. Jo, dann schauen wir, damit wir da mal die Ballen pressen. Weiß jetzt oben nur der LS-Profi, also der Justin und der Matthias, oder? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir der MF irgendwie nicht. Weiß nicht wieso. Irgendwie so eine komplett strange Form. Schon ganz schön eine Strecke, wo man da rückwärts fahren muss, wenn man das letzte Strecke weg so hinzukommen. Ein bisschen zu eng gemacht. Eng jetzt nicht, aber lang halt. Thank you.
Was ist denn überhaupt der aktuelle Dingspreis? Olle Gras Silage. 377. Und was kostet die gibt? Also Pollen? Kann man nicht verkaufen, oder wie? Alter, ist Hafergut, Alter. Für Mehl. Mit 150 Liter Mehl kannst du 150 Liter Hafer kannst du 188 Liter Mehl herstellen. Okay. Zeit gehabt. Einer von euch beiden, das machen wir jetzt scheiße. Schauen wir gleich später. Ja, später. Also ich mein's bei dir. Ja gut, ist ja noch katastrophal. Ist es ein Drehschimmel? Was? Wasserfass? Ja. Ja. Wie unser Ding. Also so zwei Plattformwägen und unser Drescher auch. Also das Schneidwerkswagen. Ja, genau. Da wird man gut für den Ganzen. Steht erst mit 9000 Liter, also 10.000 Liter. Ja, was ich nicht verstehe, warum Justin und Matthias erstmal nicht ihren kompletten Maschinen abholen und zweitens, warum sie die Traktoren, wenn sie zum Händler schicken, nicht sie einfach zurücksetzen. Keine Ahnung. So muss ich sagen. Der Johnny hinter dem Fliegel, hinter dem normalen, sieht echt geil aus. Hafer. Aktivieren. Perfekt. Jetzt wird Hafermehl hergestellt. Das ist einfach nur Mehl. Wie lange dauert das? Keine Ahnung. Das heißt, wir haben jetzt rein theoretisch schon 4 Produkte. Mhm. Wir haben Eier, wir haben Milch, wir haben Erdbeeren und wir haben Honig. Ne, Honig brauchen wir nicht. Ja, haben wir eigentlich auch. Erdbeeren, Mehl, Milch und Eier. Erdbeeren, Milch, Mehl und Eier. So, alle Gewächshäuser laufen jetzt auch erstmal. Rein theoretisch, jetzt könnten wir sogar ein größeres Wasserfass sogar kaufen, rein theoretisch. Ja, 70.000, Leute. Was willst du sagen? Kommt drauf an, wenn wir es brauchen, dann kaufen wir es.
fetchen Beginner so gefühlt. In dem aktuellen Dingdom. Dann gab mal großes. 20.000 Liter pro Wechselhaus. Ja, dann kauf mal großes. Nämlich die 70.000 Liter dran. Wo kaufe ich das an? Eine, wo ich jetzt gerade dran habe. Da wäre ich wirklich behindert. Das ist gerade schon gemerkt, gell? Ich habe nur bei jedem mal wohl gemerkt, eine Füllung rein. Ich habe schon keinen Bock mehr gerade so gefühlt. Hauptfarbentische Chrom. Ne, 4000 mehr. Ne, noch mit Schwarz. Bleibt mir 6000. Ist okay. Ich glaube, die braucht man keine Separate, aber da haben wir ja schon eine. Also der Axion ist schon geil, muss ich sagen. Aber was gut gekauft, sagst du? Ja. Eigentlich zwei große Schlepper brauchst du eigentlich schon hier. Ja, wenn du dann Groban willst oder Ansan, ist halt schon. Also müssen wir halt jetzt immer warten, bis wir... Ey, wir haben zwar schon... Jetzt haben wir vier Schlepper über 300 PS, aber trotzdem. Es sind halt manche schon oft mal Arbeiten dabei, wo die in Anführungszeichen kleinen Traktoren einfach nicht schaffen. 100 PS, ja. Weil die 150 PS, wo die jetzt quasi mehr haben, die zwei, also ungefähr 150 PS, das merkt man dann im Endeffekt wahrscheinlich schon heftig. Ey, die zwei Typen sind schon ein bisschen faul. Warum? Was machen sie? Die müssen natürlich schon nur einen Traktor runterschicken. Da hätten sie alle Maschinen, wo sie momentan gekauft haben, bei sich am Hof. Also sie haben noch Walze im Händler und ein Schiebeschild. Wow. Bin gespannt, ob ich damit noch reinkomme. Ich hoffe einfach mal. Jetzt eigentlich zu pressen? Ja, gut. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.